Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Ja, immer noch im Mondberg, wir wollen jetzt hier langsam durch, denn die AP von der Hölke gehen langsam zur Neige, habe ich letztes Mal noch gemerkt. Mal sehen, was wir heute statt einem Mondstein bekommen. Wir kriegen... Klausel hat einen Traumbrief gefunden. Ach, deswegen ist das beim Randomizen auch so, dass die Mondsteinentwicklungen so rausgenommen wurden, oder? Oder wurden die rausgenommen? Ich weiß es gar nicht, ob die durchlevelt sind. Och, ein Knackleon, wie gerne hätte ich das gehabt, dann hätten wir schönes Libellra gehabt. Egal, hauen wir es kaputt, los Helge. Zeig ihm mal, warum er nicht ins Team kommt. Genau, das wie so immer eine Hilke. Haut ihn kaputt. Jetzt müssen wir noch an den ganzen Team Rocket tölpeln da vorbei. Ich bin ja gespannt, was wir als Fossil-Pokémon bekommen. Das werden wir heute noch nicht rausfinden, auch wenn wir ein Fossil bekommen. Aber ich bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt auf die Fossilien. Ich bin sehr gespannt auf die stationären Pokémon, so wie Relaxo, die legendären. Und ich bin gespannt auf die Spielhalle und das Evoli, was wir geschenkt bekommen, weil da kriegen wir jetzt was ganz andere Sachen, ne? Nicht wahr? Ja, Max, nimm nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Da bist du wieder einer von den Team Rocket Leos. Ist wieder einer von den Team Rocket Leos. Ja, die heißen jetzt echt alle Leo. Maromai hat er. Aber gegen die Hülke hatte Maromai keine Chance. Ja, ist jetzt hier Kampf der Giganten. Der Trucker gegen die Hülke. Aber die Hülke, die bewährt sich da in solchen Kämpfen natürlich immer sehr gut. Ja, die haut den kaputt. Die haut den kaputt. Fußkick. Da hieß auch kein Problem für die Hülke. Und mal Armstoß hier und dann war's das. Hüpp und weg. Ja, ja, kein Ding ist meist kaputt, meist. So, Maromai wurde besiegt. Der hat aber gut Schaden gehauen, immer vorsichtig sein. Und Helke erreicht Level 18. Gut gemacht, Helke. Mip, mip. So, als nächstes Sternduo. Jo. Det mochte Shigi. Shigi Digi. Ran an Migi. Ja, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Respekt davor, Gerdinand zu trainieren, weil ich dem erstmal gern irgendeine Attacke geben würde, die auch Schaden macht. Das ist das Problem. Der hat nix. Der hat nur Öllicht. Öllicht bringt nix. Ist schlecht. Ist schlecht. So, Sternduo wurde besiegt. Deswegen mache ich hier gerade nur Helke und Shigi. Weil ich halt so ein bisschen auf der sicheren Seite sein will mit meinem Team. Ich bin sauer. Weil kein Wasser im Haus. Ja, Andreas, ich weiß. Ist schlimm. Was haben wir hier? Mip, mip. Need to run. Run, 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 run. Need to run, run, run. Jetzt habe ich wieder dieses hier McDonalds-Lied von Uso im Kopf. Da, wo Ronald McDonald zu Londos Theme aus Toho 6 die ganze Zeit rumtanzt und da 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 und dann uns erzählt, dass seine Schuhe 3 Burger lang sind. Ja, das ist schön, dass seine Schuhe 3 Cheeseburger lang sind. Es interessiert bloß keinen. Das ist das Problem an der Sache. Ronald, es interessiert echt gar keinen. Miep. Kein Wasser im Haus. Dreimal getroffen. Tja, Knackleon. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber du bist besiegt. So. Ich geh jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwas haben, was AP auffüllt in der Bärentüte. Ich bezweifle es. Taya-Beere. Was macht die denn? Spezialangriff wert in einer Notlage. Klausel, dafür ist jetzt keine Zeit. Ach, Professor Eich. Mensch, das können sie doch nicht machen. Spezialangriff in einer Notlage erhöhen ist bei Shigi gut. Kannst du Pulver gemahlen werden? Initiative in einer Notlage. Das kriegt Helke. Helke, er kriegt Sorka-Beere. Und das kann zu einem feinen Pulver... Bäh. Das ist jetzt doof. Doof, doof, doof. D-O-H-F. Na, Shigi nach vorne. Jetzt nicht nochmal umdrehen. So, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ey, ey, ey. Ey, du da, Knackneon. Ey, 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 du bist doch ein Bodentyp, oder? Und dann habe ich 2 Buchstaben für dich. F-U. Och, och. Muss ich das jetzt echt so nervig machen hier? Er hat's nicht anders gewollt. Er hat's nicht anders gewollt. Er hat's provoziert. Hände hoch. Ich wollte ihn nicht umbringen. Er hat's provoziert. So, moin. Wir vom Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Das ist der Plan von der Team Rocket Leos. Ach, so ist das. Ah, Team Rocket Leo mit Kamaup. Schamaup, Schamaup, Schamaup. Da ist er. Melon. Ich hab ja kaum aufgesagt. Ich weiß doch gar nicht, was hier los ist. Kann mir mal wer sagen, wie spät wir es haben? Wo das gewesen ist? Sehen. Er ist so ein richtiger Derp. Ich weiß nicht so recht, was hier gerade passiert. Aber das ist nicht gut. Er ist ein bisschen der Schwein aus Donald Griselda. Was ist hier los?
Das ist nicht gut. Oh oh. Tja, Leo, ja, blöd, ne? So, Donnerschock. Und weg mit dem Dreck, ne? Miep, miep. Azuri wurde besiegt. Tja, Herr Leo, das war wohl nicht so, das Wahre. Das gibt es wohl nicht. Hättest dir vielleicht mal ein paar stärkere Pokémon zulegen müssen, wie deine Kollegen, die hier mit Ho und Brutalanda kommen. Da ist ein Mondstein drin, in dem Stein. Das weiß ich ganz genau, und wenn da ein Mondstein drin ist, haben wir hier was anderes. Nämlich irgendeinen Brief oder eine Beere. Da bin ich mir ziemlich sicher. Na guck, du bist denn, komm so. Her damit! Klauselart Abyssza. Oh, jetzt können wir uns einen Alabys entwickeln. Vor allem, weil das Zeug hier mit dem Abyssan, das wurde rausgenommen. Das gibt's jetzt gar nicht mehr. Ein Pokémon zum Tragen gegen kann. Es hebt einen Spezialangriff für Perlu. Aber nur für Perlu. Buh. Stop! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ach ja, er hier. Streber Ramon heißt er eigentlich. Scott heißt er jetzt. Damierplex. Na, da kann er aber froh sein, dass die Helke keine AP mehr hat. Mit Überwurf will ich hier eigentlich nicht kommen, aber ja. Das kriegen wir schon hin. So, Damierplex. Aber ich denke, Shigi ist mehr als ein guter Gegner für dich. Doch, doch, das reicht. Silver Bleak. Einmal Angriff, einmal Verteidigung. Gesenkt ist aber nicht nett. Nee, also das ist jetzt echt nicht nett, Damierplex. Das kannst du doch nicht verantworten. Das ist echt ein bisschen böse von dir. Pöse. Der arme Shigi. Als nächstes wird Pummelsuff. Ja, Pummelsuff, das... Na, dann macht die Helke. Und das kann die einmal mit einem Überwurf machen. Die Helke greift sich einfach mal so die Pummelluffs. Und dann... Die Helke greift sich an die Pummelluffs. Keiner will wissen, wieso. Nein, nein, nein. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Helke greift an die Pummelluffs. Helke, das hast du gut gemacht. Und dann wird geworfen. Das ist sehr effektiv. Bin ich mir nicht so sicher. Naja, egal. So. Mit Ö. Jetzt noch ein Fluffelluff. Ja, jetzt... Die Helke, die schreckt auch für kleinen Dinger nicht zurück, ne? Egal wie klein das Kügelchen, die Helke greift zu. What? Helke, gibt's da was, was wir wissen sollten? Ich weiß nicht, ich finde Pummelufs ja schön ganz, ganz flauschig, ne? Also wenn das so klein und weich und wabbelig ist, dann finde ich das schon richtig schön. Ja gut, ich gebe dir eins ab, ja. Bevor die Helke ihm nochmal eine Pummelufs greift, ne? Hey, nicht so gierig, ich sag, ich gebe dir eins ab. Was haben wir denn hier? Möchtest du das Helix was hier? Yup, all hail Helix. Alles klar. Basis-Item-Tasche. Okay, dann gehört das hier mir. Vor allem, wieso müssen wir ihm einen Satz abgeben? Wir haben ihn gerade vernichtend geschlagen. Warum können wir nicht einfach beide mitnehmen und ihm sagen, nö, was Pech ihr habt, Junge. Nee, das geht nicht. Müssen wir wieder nett sein. Nee, das ist ja schade. So, Shigi, eigentlich würde ich den jetzt nicht mitnehmen wollen, aber wenn du gleich Level 25 bist und ihn besiegst, dann machen wir das noch schnell. Armer Nidoran, armer Nidoran. Level 25. Yeah. So, mit Ö. Was haben wir denn hier? Sonderböen-Böen. Na, das ist aber... Das ist aber mal eine Ansage. Beutel, Sonderbonbon und... Verdammt, das war nicht geplant. Sonderbonbon wurde bei Helke verwendet. Helke erreicht Level 19. Eigentlich wollte ich das Shigi geben. Naja, soll's. Helke versucht, Mogelhieb zu erlernen. Jupp, das ist gut. Das kann man immer gut am Anfang eines Kampfes machen. Außerdem... Ach nee, das ist eine Kampfattacke. Trifft schon beim ersten Schlag. Gegner... Nee, ist eigentlich schlecht. Ist schlecht. Mogelhieb nicht allein, ja. Helkes Movepool ist besser als Mogelhieb. So, hör mal raus hier. Lalalalalal. Hallo, Freunde. Route 4. Hier dürfen wir ein Pokémon fangen übrigens. Und wir haben es rausgeschafft aus dem Mondberg, ohne dass was gestorben ist. Da bin ich ja schon ganz stolz. Hallo. Ein Schlag von roher Gewalt mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega-Heap die ultimative Attacke. Ja, ja. Ja, gib mal her. Die sind ja randomized. Ist das in Ordnung? Jo. Schön. Welches Pokémon soll Mega-Heap erlernen? Shigi? Shigi versucht Psi-Strahl zu lernen. Ach so. Nee. Psi-Strahl nicht erlernen, jo. Du kommst wieder in die Bedeutung von... Ja, ja, Psi-Strahl ist doof. Ein Tritt von brutaler Energie und Zerstörer. Ich habe nämlich niemanden, bei dem Psi-Strahl wirklich sinnvoll wäre. Ja, ja, komm, gib mal her. Ja, ja. Gib mir deine Attacke. Gib her. Shigi versucht Säure. Warum kann Gerdinand Säure nicht erlernen? Gerdinand, du bist ein fucking Käfergifttyp. Warum kannst du Säure nicht erlernen? Shigi hat Säure nicht erlernen. Ihr riecht doch, alle beide. Alle beide riecht ihr. Und zwar nicht gerade angenehm. Grrrr. So, was haben wir denn hier? Klausel hat eine Magosphäre. Die Magobeere, das ist der MC Priest ist das hier. Und was haben wir hier? Klausel findet Felswurf. TM2 Felswurf. Felswurf heben wir uns auf, das war nicht schlecht. Aber da haben wir kein Pokémon für.
Außer natürlich... Moment! Helke! Helke! Ich hab den was für dich! Nö, heißt doch nicht! Helke war falscher Alarm hier! So, na erstmal heilen, weil wir haben kaum noch AP, also so vom Leben her geht's noch, aber AP-mäßig müssen wir mal auffüllen. Hey, du kleiner Pimpf! Hey, wenn das Lamus nicht im Weg wäre, könntest du den kleinen Baum fällen, dann könntest du auf die andere Seite. Aber es gibt doch einen anderen Weg. Tü-tü. Sie können mich mal. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon, machen sie wieder fesch. Dann machen sie mal. Miep, 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 wir haben uns alle. Böp. Ja, ist schön. Danke, deine Pokémon sind wieder Top-Fritz sind die. Ja, diese Fritz-Kaubonbons. So, dann gehen wir erstmal nach links. Ich fange mich jetzt nämlich mal was Schönes. Ich weiß zwar noch nicht was. Moment, gibt's hier schon Superbälle? Ich muss jetzt erstmal hier in den Markt. Sorry, falscher Alarm. Wir müssen erstmal einkaufen. Erstmal einkaufen. Groß einkommt später. Hi, na? Hallo, kann ich dir behilflich sein? Jo. Pokéball. Haben wir 11 Stück. Das reicht auch hin. Supertrank nehme ich aber. Gib mal her, 5 Stück. Ich habe gesagt, 5 Stück. Scheiß drauf, dass ich zu wenig Geld habe. Gibt's noch etwas, um dich zu verkaufen? Was haben wir denn hier? Moment, ich wollte gucken, ob die Bären viel wert sind, diese Enigma-Beere. Wie viel möchtest du verkaufen? Na, bringt mir nichts. Absolut Rangornix. Abyss-Zahn kannst du haben. Ich habe 100 Poké-Dollar, ja. Bitte. Und den Brief kannst du auch haben, ja. Den auch. Jo. Den Toppeleber brauchen wir auch nicht. 2000. Den Wasserstein hebe ich mir sicherheitshalber mal auf. Man weiß ja nicht, ob man mal einen Kapsel oder sowas bekommt. Da gehe ich auf Nummer sicher. So, Paraheiler Gegengift haben wir. So, die Leder. Dann zeig ich mal her, was die heißt im Onyeboot. Erstmal ein Supertrank. Ich habe gesagt 5 und dann will ich auch 5. Hör mir mal zu, mein Junge. Ist vielleicht besser für dich. Na, Fluchtseil nehmen wir mit. Eins reicht hin, aber sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Und Schutz nehme ich, falls irgendwo sowas wie Dicta oder sowas auftaucht, ne? Nehme ich mal 3 mit, weil man weiß ja nie, was man gerade trainieren will. Und wenn irgendwas mit Auswegslos da auftaucht oder sowas, dann ist das nicht gut. Und wir wollen ja auch für das Überleben unserer Pokémon sichern. Und da müssen wir halt aufpassen. So, Delay, jetzt aber Pokémon fangen. Pokémon fangen, Pokémon fangen. Route 4, Route 4. Was bekommen wir? Einen Trötengnom. Hoffentlich nicht. Eine Schmerbe. Schmerbe ist cool. Ah, das dachte Donnerwelle geht trotzdem. Na egal. Limselle. Oh, da ist Chigi definitiv die falsche Wahl. Bodenwasser ist aber ziemlich lässig. Den nehmen wir mit. Daggle. Daggle, Daggle. Nein! Verflixte Mist macht. Hingekackt und hingeschissen. Der spritzt uns voll. Der macht uns dreckig. Ah, das ist der Boogerman ist das. Chigi. Du musst den auch mal treffen. Obwohl, nee, wenn du mit Heckel triffst, dann ist er bestimmt tot. Gut, dass du nicht getroffen hast, Chigi. Gut mitgedacht, Chigi. Ich bin so stolz auf meinen kleinen Jungen. Das ist ja schön, so. Ein Pokéball. Raus damit. Los, Schmerl, du kommst jetzt mit. Oder spürst den Gummiknüppel im Schritt. Eine solide Drohung, ne? Toll, Schmerbe wurde gefangen. Na ja, dies, da nehme ich mir mal einen Schluck kalte Cola drauf. Für Schmerbe wird ein neuer Eintrag angelegt. Jupp. Schmerbe. Habe ich mir nicht vorgelesen, weil Schmerbe, Schmerbe. Nein, ich habe es trotzdem zu schnell weggedrückt. Genau so nennen wir den. Er wird doch zu so einem Welser. Da kann ich eine Geschichte zu erzählen, aber erstmal brauchen wir einen Namen. Was sind so einen komischen Wels? Die sind doch, kennt ihr diese Saugwelse, die irgendwie am Aquarium immer so an der Wand hängt? Mal richtig spusten hier. Das ist, Pümpel. Pöpel? Nee, nee, nicht Pöpel. Das ist, der Pümpler. Das ist der Pümpels, ja! Pümpels! Pümpels wurde auf jemandes PC. Ja, ist nicht shiny, aber ist Pümpels. Pümpels, das ist jetzt Pümpels. Ja, Pümpels dabei. Was hätten wir hier noch kriegen können? Mal schauen. Noch ein Pümpels. Pümpels ist super. Ja, und jetzt die Geschichte zu dem Wels. Also bei uns im Ort gibt es so einen großen Teich. Und da hat mal jemand so seine Aquarienfische reingeschüttet, weil er die nicht mehr zu Hause haben wollte oder so. Und da war auch ein Wels mit bei. Die anderen sind, glaube ich, alle über die Zeit gestorben oder wurden aufgefressen oder so. Aber der Wels, der hat überlebt und der ist immer weiter gewachsen. Und das Ding ist jetzt, glaube ich,
so knapp 2 Meter lang. Ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß. Das Ding lebt da auf diesem Grund von diesem See, Teich. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein See ist oder noch ein Teich. Und das ist auf jeden Fall so 2 Meter Welt. Und der lebt da. Und irgendwann ist da mal so ein Hund, so ein Chihuahua oder sowas, ist da schwimmen gegangen. Ich meine, das ist so ein Teich, da lässt man vielleicht mal seinen Hund raus und der springt dann rein, schwimmt ein bisschen. Machen manche Hunde ja gern, meiner auch. Und der wurde dann von dem Wels gefressen. Ohne Scheiß jetzt. Ich will nicht wissen, wie da reagiert wurde von betreffender Partei. So. Tausch. Was haben wir denn hier? Den Trötenbold. Trötenbold, der Schwächste fliegt. Tut mir leid. Benennen. Gurkentruppe. Das ist jetzt hier die Gurkenbank. Nee. Eine Flöte. Ersatz, ist die Ersatzbox einfach mal. Ersatz, so. Ersatz. So. Trötenbold, du wartest auf deinen Einsatz, der nie kommen wird, hoffe ich. So. Pokémon. So, der Pömpels hat ein Indigo-Stück dabei, das wir hier nicht gebrauchen können. So, Pömpels, zeig mal her, was kannst du denn? Wasserboden, Lehmschelle, Seemluder, nur Lehmschelle momentan. Aber das kann ja noch werden. Pömpels, das kann ja noch werden. Welser ist ziemlich lustig. Hätte ich auch noch nie trainiert. Hätte ich ganz gern mal. So, Felswurf beibringen, ne? Pömpels, wie wär's? Drachenwut, Pömpels? Pömpels? Pömpels! Ja! Pömpels! Ohne Scheiß, Pömpels! Ich hab dich jetzt schon gern. Pömpels kann Drachenwut. Oh. Moin. Der reißt's jetzt. So, dann würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal bei... Moment, nee, einen bringen wir noch um. Einen bringen wir noch um. Oh, komm, Pömpels, jetzt ist deine Zeit. Nee. Wer ist unser Opfer? Du! Oh, shit. Er hier. Gut, dass ich den nicht bekommen hätte. Ich finde ihn zwar lustig, aber er kann nichts. So, Pömpels. Bring ihn um! Ja! Und tot. Dürft du auf dem Level noch. Was? 41 KP hat der. Pömpels gibt eine Zugabe. Pömpels, mach halt nochmal. Dürfte bei den meisten ein One-Hit sein. So, Pömpels gut gemacht. Pömpels levelt ziemlich langsam, kann sein. Ah, ist egal. Pömpels ist cool, Pömpels ist dabei. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tü-tü-tü-tü-tü.